Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus und begrüße euch zu DCS World. Heute mal mit der A10C. Oh. Nee, A, genau. Und zwar die Pappnase und Brumba ist da. Hallo, servus. Ich habe gesagt, wir stellen uns heute mal so hin. Jetzt ist das Problem, ich gehe mal ins Cockpit, dass diese Maschine, die A-Version, ja keinen Rückwärtsgang hat. Jetzt haben wir natürlich ein ganz schönes Problem, weil Maximus also wollte, stehen wir jetzt hier. So, was könnten wir jetzt machen? Pappnase. Ja, einer muss jetzt... Pass auf. Nein, nein, nicht kaputt fahren. Nein, nein, tu es nicht. Jetzt ist die Situation eh erledigt. Ja, hätte ich vorher wissen müssen, dass die keinen Rückwärtsgang haben. Okay, wir haben die Situation gelöst. Gut, ich lecke mal ein bisschen. Oh, war das knapp? Hast du das gesehen, Pappnase? Mhm. Hast du das gesehen? Also ist das jetzt der erste Flug für mich mit dieser Maschine. Andere Frage ist, müsste ich hier die Flats rausfahren bei der Maschine? Standardmäßig, ja. Gut, dann mache ich die auf volle Pulle, ja. Frage, aber wo fährst du hin? Ich will zur Startbahn. Ja, guck mal, wo die Startbahn anfängt. Weiß ich nicht, wo. Rechts, rechts, den ganzen Weg wieder zurück. Den ich da lang gekommen bin? Ja. Okay. Okay, also wir werden heute versuchen, die Maschine mal ein bisschen zu fliegen. Also einfach nur mal starten, mal einen kleinen Überflug machen und. Vielleicht auch, landen machen wir heute nicht. Landen machen wir ein andermal. Du bist ja ein Pussy. Ja, also die A-Version ist für Anfänger und die C ist für Captains. Tja, das reicht nicht so ganz. Eher für welche, die kein Leben haben. Ja, also wie gesagt, mit der Maschine kann man richtig viel Mist anstellen, so wie ich das gehört habe. Aber ja, das ist für mich zu viel des Guten. Wir haben dann auf jeden Fall noch eine andere Maschine. Wir werden auch irgendwann mal mit der Su-33 mal auf dem Flugzeugträger mal landen. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Des Weiteren... Ja, ihr Pappnase will's aber auch wissen, ey. Was denn? Ja, ich sehe schon. Was ist, wenn ich jetzt bremse? Dann bremse ich auch. Ja. Oh Mann. So, ich will mal nach vorne gucken. Geht's immer noch weiter geradeaus, ja, ne? Mhm. Okay. So, also starten, ein bisschen rumfliegen und dann werden wir irgendwann mal... Ist das vorne, Bro? Bist du das da vorne? Vorne ist Brot, ja. Nein. Ja, gut, Brot. Also, ich habe ja gesagt, wir werden irgendwann mal einen kleinen Staffelflug machen. Da fehlt uns quasi noch einer, weil eine Staffel gehört 4 Leute. Das kriegen wir auch irgendwann mal hin. Und dann werden wir irgendwann mal auch einen Livestream machen, ne? Wo irgendwann wir hier mal fliegen, wie die fliegen. Wenn der Maximus mal wieder Zeit hat. Ja, wenn ich mal wieder Zeit habe. So, wenn der Bock runterkommt. Genau. Wo muss ich jetzt hin? Ja, auf die Startbahn. Ach, das ist hier die Startbahn, ja, okay. Ihr kennt mich ja, ich werde natürlich beim Starten wieder nach außen glotzen und zu sehen, wie geil ich hier lang fliege. So. Den scharfen Schuss werden wir natürlich dann irgendwann auch machen. Du brauchst nicht ganz ausfahren, die Klappen, ne? Also? Warum geht's denn? Warum Was? Kann ich das machen? Warum könnte ich die denn ausfahren komplett, wenn ich die eh nicht brauche? Den brauchst du für die Landung. Ach so, macht Sinn. Für Starten brauchst du höchstens die erste Stellung dann irgendwie, ja. Mit hoher Beladung dann vom Fleck zu kommen. Okay. So, jetzt muss ich mal schauen. In Cockpit, wo sehe ich denn eigentlich, dass ich hier
das eingestellt habe, die Klappen. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, was hier was ist. Ich bin planungslos. Wo sehe ich, welchen Knopf ich eingeschalten habe, dass die Flaps draußen sind? Unten links siehst du Flaps stehen. Wenn die auf 0 stehen, sind sie oben. Die Armaturen. Da, wo auch dein Hebel ist für dein Fahrwerk. Links unten im Cockpit. Warte mal, ich gucke mal, ob da irgendwas... Wenn du F oder Shift F drückst, müsste ich da was... Man, ja, direkt ja, an dem Kasten, wo du den Sitz hoch und runterstellen kannst. Ja, ich sehe es doch. Ich sehe es jetzt auf 10 Grad, habe ich jetzt eingestellt. So, gehen wir mal raus. Stimmt das so? Siehst du es auch draußen, da hast du dann FLP. Ja, das sehe ich, das sehe ich. Naja, so. Ach, was ist, ich habe jetzt ein bisschen... Aber wenn ich jetzt die 2 drücke, geht mein Waffendings gar nicht an hier. Oh scheiße, ich bin ja in der Aufnahme. Ich gucke mir gerade an, wie sich die Anzeige die ganze Zeit bewegt. Ich fahre die Klappen aus und ein, aus und ein. Naja, ich habe dann, um den anderen zu zeigen, der Maximus hat keine Ahnung. So, was ist mit deinem Flieger da hinten? Was? War schon da. Wo bist du denn? Ach da! Schön! So. Ich bin bereit. Oh, Formationsflug. Wer ist denn rechts? Na, der... Der Bruchpilot. Der Gefahrgut-Transport hier. Ach, sehr gut. So. Gut, alles klar. Ich würde sagen, Feuer frei, Attacke Hü. Ah, ich starte! Boah, ja. Bei wie viel muss ich eigentlich hochziehen? 400. Was, so? Nein, keine Ahnung. Bei ausreichender Geschwindigkeit. Ja. Einfach probieren, ganz leicht nach hinten ziehen. Ja. Ich glaube so, ab wann geht's? 160 muss er, glaube ich, haben. Irgendwie sowas. Na, ich zieh mal hoch, ich gucke jetzt weißt, mal aus. Du weißt, dass da Rasen ist, ne? Das weißt du, ne? Oh. Und er geht wieder runter. Kein Problem, Mann, kein Problem. Ich wollte nur von außen, ich fliege. Ihr kennt mich doch. Auf jeden Fall. Ach, bin ich ein super Pilot, ey. So, einigt euch mal auf eine Geschwindigkeit, die wir haben wollen. Und vielleicht eine Flugrichtung, lieber Maximus. Ja, ich wollte jetzt erstmal den Flieger von außen anglotzen. Ich merke das. Ich guck die ganze Zeit, wie ihr da hinten so angeballert kommt. Aber so richtig ruhig fliegt er nicht, ne? Also der will schon... Ja, versuchen doch mal so auf 225 zu halten. Da können wir auch ein bisschen rankommen. Packt man sich gerecht. Ach. Kannst du knicken, der ist bestimmt schon auf 400 oder so. Was? Nee, ich bin gerade mal auf 226 jetzt. Ja, das von der Geschwindigkeit ungefähr. Da kommen wir nämlich schön ran. Ah, das ist so ein richtig cooles Spiel. Da hinten kommen sie. Oh, was ist los? Ey, Inna, wie sieht mich an? Nein, das ist nur unser Radar. Ja. Pappnase, ich bin an deinem Flügel, pass auf. Mhm. Oh. Jetzt hat's gerade geleckt. Ja, ein bisschen müssen wir aufpassen. Aber so, wenn du drinnen bist, fliegt das sich eigentlich ganz human, ne? Also wie so ein Schuhkarton, ne? Oh, Jungs. Wie schnell bist du? 400? Nein, 230. Ja, das ist gut, da hältst du mal ungefähr. Scheiß Radar, Mann, sei aus. Jetzt kackt er hier aber mal drin, ne? Weil das geht mir gerade ein bisschen auf den Sender. Achte auf deine Höhe. Oh, Kopfnase, also dein Triebwerk ist okay.
Ich sehe es mir gerade ganz genau an. Oh, 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 oh. Partner, Achtung. Oh, das ist gut. Ich sehe meinen Speed nicht, weil Maximus seinen Hitzestrahl da. Ich sortiere mich mal ein bisschen unterhalb ein. Sag mal Geschwindigkeit an. 220. Echt so langsam. Uiuiui, muss auch langsam abbremsen. Alter, das sieht so awesome aus, Jungs. Der will immer so ein bisschen abdrängen. Jetzt bin ich bei 230 gleich wieder. Ja, weil das Ding kein Fly-by-Wire hat. Ja. Formationsflug mit der F-15 macht was. Kapitän, hast du mich im Blick, ja? Was? Hast du mich im Blick so ein bisschen? Ja. Oh, herrlich, der erste Flug mit der Maschine, das Warzenschwein. Alter, du, ich scheiß mir gleich in die Hosen, du bist ja hier! Nur keiner, das liegt in Bewegung. Keiner bewegt einen Muskel. Uiuiuiuiui. Pass auf. Bin unter dir. Ja. Nein, unter Rumba. Okay. Ich hatte gerade so ein bisschen Probleme. Ja, ich hab das gesehen. So, jetzt schalte ich Bodenkampfmodus ein. Kanone auswählen. Boah, wie dann schon wieder die Finger verkrampfen, das ist unglaublich. Boah, alter Schwede! Oh, ich hab's alles aufgenommen, ich seh das. Ey, das ist ja der absolute Formationsflugwaffe machen hier. Ist ja geil, es sieht schon richtig cool aus, das Spiel, oder? Ja, ich fange schon an zu schwitzen. Hey. Aber Pappnase willst du wissen, ne? Ja, ich will es mir auch gar nicht ansehen, glaube ich. Nee, der eiert die ganze... Alter! Willst du mich verarschen, du Sau? Rückwärtsgang. Ja, das war der Rückwärtsgang, ach so. Ah, jetzt habe ich's verstanden. Der Insider. Das geht aber nur mit der C, weil du da den Bodenkeitsmodus da irgendwie... rauswerfen kannst. Okay, jetzt lassen wir mal die ganze Spielerei. Jetzt wollen wir mal. Was? War rechts von Rumba. Ich guck da nicht hin. Hä? Vergiss es. Ich merk das schon. wo ist er hin? Oh. Ich glaube, er ist gleich auf dem Boden. Nein, ist er gar nicht. Ich will jetzt mal ein bisschen Erdkampf hier runterfliegen hier. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er hin? Links, unten. Er geht. Alter, jetzt stürzt du ab. Ja. Verarsch mich nicht. Soll ich abstürzen? Ja, wieso solltest du abstürzen? Der ist da dafür gemacht. Ja, aber der hat's nicht so mit hoher Geschwindigkeit. Musst du aufpassen. Wieso? Ich bin gerade mal bei 280. Guck mal hier, ich kann den runterdrücken. Der macht hier richtig Banane. Oh, falscher Knopf. Knopf immer. Alter, der ist eigentlich sehr, sehr, Wo bist du denn? Jetzt habe ich dich verloren. Nach links, Pappnase. Hallo, versucht mich mal bitte abzuschießen. Richtung 22. Ernsthaft wo mache ich den Bodenkampf? Ja, mit der Kanone. Oder ich schaff's gar nicht so weit. Wo seid ihr? Jetzt habe ich euch beide verloren. Die haben mich verloren. Warte mal, ist sie hinter mir, Ina? Ey, du hast mir das Triebwerk kaputt geschossen. Ja, geil, geht. Voll das Triebwerk weggeschossen. Sind jetzt alle Bilder aus? Weiß ich. Das sieht nicht gut aus, was du da machst. Wie war nochmal? Ich glaube, da stürzt gerade einer ab. Fallschirm! Nee! Ist er kaputt?
Oh, ich seh's, ich seh's. Eigentlich nicht. Schießt auf mich. Oh, ich wurde gekickt. Oh, scheiße, hier ist Friendly Fire aus. Gut, meine Freunde, das war's dann erstmal. Das ist heute der erste Flug sein mit der A10A, besser gesagt. Und ja, Pappnase hat natürlich auch wieder ein Video gemacht. Findet ihr unten den Link in der Videobeschreibung. Ich danke erstmal. Wir werden natürlich das nächste Mal entweder schießen wir mal auf Bodenziele oder wie auch immer. Das könnt ihr gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, was ihr gerne sehen wollt. Wir machen erstmal einen Fisch, ne? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Tschüss. So.